Untersuchungsgefängnis zurück und sehen, ob Venus nun plaudert. Was meinst du, soll ich das Angebot von Mrs. Nesita annehmen? Verscheißerst du mich? Baba, steck den Profit ein und renn wie ein Bandit. Ja, stimmt wohl. Nur ich hab gedacht, wenn sie mir 20 anbietet, zahlt sie mir vielleicht auch 50%. Man kann's nicht besser ausdrücken als mit Nein. Okay, in Ordnung, ich lass mich drauf ein. Was ist los, verfolgt uns einer? Ja, seit etwa 5 Blocks. Sie sind uns auf den Fersen. Es ein! Los, Leute, hoch die Flossen! Aus dem Wagen! Bewegung! Aussteigen! Los, raus aus dem Wagen! Wird's weit! Los, aussteigen! Umdrehen! Los, raus da und zwar sofort! Hey, was wollte der Quatschmann? Schnauze! Was haben wir denn da? Sausalito. Uns verfolgen Yuppie-Bullen von der anderen Bay-Seite. Was ist passiert? Hat einer in einem gelben Wagen Croissants geklaut? Nein, ist schlimmer als das. Hört mal, können wir jetzt die Hände runternehmen? Nein. Die bleiben oben, bis ihr mir sagt, was das soll, Freundchen. Sie wissen, was los ist, Bridges. Ich habe einen Auftrag von der Management Control Division, Ihnen zu folgen. Management Control? Die Leute kaufen die Büromöbel, oder? Nein. Management Control ist ein neuer Computerterminus für Dienstaufs. Nichts ist schlimmer als ein korrupter Bulle. Sie sind geliefert, Bridges. Was zum Teufel hat das zu bedeuten, AJ? Ich wünschte, ich wüsste es, Nash. Kannst du das nicht rausfinden? Die von der Dienstaufsicht haben noch mehr Kompetenz bekommen. Sie dürfen euch überall hin folgen, wenn es sein muss. Kampieren Sie auf deiner Veranda. Das Department kann nichts tun. Sie sind nur dem Chief gegenüber rechenschaftspflichtig. Vielleicht sollte ich mal mit ihm sprechen. Nash, die Mühe kannst du dir sparen. Selbst er kann nichts tun, ehe der Fall nicht offiziell vor Gericht kommt. Fall? Was für ein Fall? Was für ein Fall? Das will ich wissen! Ich rate dir als Freund, halt dich bitte zurück. Den Kampf kannst du nicht gewinnen. Shiramura? Ja. Ja. Die Dienstaufsicht erwartet euch beide um 11 Uhr in ihrem Büro. Ihr sollt eine Aussage machen zum Sid-Benedict-Fall. Gut. Guten Morgen, Inspektor Bridges. Es wird nicht lange dauern. Also beginnen wir mit dem Protokoll, Sally. Vermerken Sie im Protokoll das Anwesen sind Lieutenant Toms, Leiter der Dienstaufsicht. Inspektor Pritchett, stellvertretender Leiter der Dienstaufsicht. Und Inspektor Bridges von der SOCO. Verzichten Sie auf das Recht auf einen Anwalt? Ich kann Ihre Fragen beantworten. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein für das Protokoll. Ja. Eine Befragung vor der Dienstaufsicht ist nicht das gleiche wie eine Vernehmung vor Gericht. Sie haben nicht das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie sind verpflichtet, auf alle Fragen zu antworten. Wenn Sie die Aussage verweigern, wird man Sie umgehend suspendieren. Ist das klar? Ja. Nur ist mir nicht klar, wieso ich hier bin. Ich erinnere Sie hier mal an einen Vorfall. März 1990, Inspektor. Sie verhaften einen Sidney Hampton Benedict wegen illegalen Waffenbesitzes, korrekt? Ist korrekt. Und haben Sie eine Schusswunde bei der Festnahme von Mr. Benedict an der rechten Schulter davongetragen? Er hat mir in die linke Schulter geschossen. Ich hoffe, Ihre anderen Informationen sind etwas genauer als diese. Sie haben recht, verzeihen Sie, Inspektor. Im Protokoll wird festgehalten, dass es die linke Schulter war. Die Anklage gegen Mr. Benedict wurde schließlich fallen gelassen, nicht wahr? Was haben Sie dabei empfunden? Keine Ahnung. Was vermuten Sie? Sie hatten so große Wut im Bauch, dass Sie sich gestern gerecht haben. Ich habe gestern diesen Kerl erschießen müssen. Er hat mich mit einer Knarre bedroht. Und ich habe es aus Notwehr getan. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ist das hier die Waffe, die er gezogen hat? Das gleiche Modell. Die Überprüfung der Seriennummer dieser Waffe hat ergeben, dass sie nicht auf den Namen Benedict registriert war, sondern auf den Namen Jeremiah Gold. Kennen Sie Mr. Gold? Ja. Gut, denn Sie haben ihn vor 3 Monaten verhaftet wegen eines Drogendeliktes. Ist das korrekt? Warten Sie mal. Antworten Sie nur mit Ja oder Nein auf meine Frage. Ja. Und als Sie die Festnahme durchgeführt hatten, haben Sie Mr. Golds Waffe nicht als Beweisstück gemeldet, oder? Sir, ich konnte Jeremiah Golds Waffe seinerzeit nicht als Beweisstück abgeben, weil Mr. Gold keine Waffe bei sich hatte, als ich den Typ festgenagelt habe. Vielleicht haben Sie die Waffe auch behalten, Inspektor.
Und nachdem Sie Dunsit Benedict erschossen hatten, haben Sie ihm die Waffe nachträglich in die Hand gedrückt, um Ihren Schuss zu rechtfertigen. Ein Motiv, die passende Gelegenheit und ich habe eine Waffe, die zu Ihnen fährt. Wenn das Ihr Fall wäre, wie würden Sie das nennen? Ich würde das als Hexenjagd bezeichnen. Aber vielleicht sind Sie auch ein mieser Kopf, der denkt, über dem Gesetz zu stehen. Sollten Sie mir was anhängen wollen, Tones, dann klagen Sie mich an. Und wenn nicht, lassen Sie mich in Frieden. Nun, ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß daran. Ich fand's köstlich. Da draußen ist das Schlimmste für einen Cop ein verlogener Cop. Und wir passen auf unsere Leute auf. Inspektor Dominguez, Sie sind dran. Viel Spaß. Hey, das Essen ist da. Endlich, Mann. Hier sind die Pommes für dich. Wie vertreibt ihr euch denn sonst so die Zeit? Oh, Evan und ich diskutieren über das Leben und über Literatur. Wo ist meine Tacosoße? Die Soße steht da drüben, Kumpel. Gib her. Hier ist ein Burrito für dich und hier ist noch was für Harf. Danke. Und hier ist noch eins für mich. Nein, ich wollte Huhn haben. Was hast du da? Ich habe hier Huhn und ich hatte auch Huhn bestellt. Das ist meins, Junge. Nein, das ist meins. Ach, ist wie ein Hund, der sein Revier markiert. Belanglosen Streitereien widmen wir eine Menge Zeit, glaub mir. Und wenn uns der Stoff ausgeht, bringe ich Evan was über richtige Musik bei. Was war's das letzte Mal? 17 selbst aufgenommene Deadhead-Tapes mit viel Rauschen. Sei doch nicht albern, Baby. 16. Was eine bescheidene Zahl für die kreativsten Figuren der Musik des 20. Jahrhunderts ist.